Macht euch bereit! Immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Es ist ein Name, glaube ich. Kreisleer. Das heißt Schrecken. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, ich habe diese Fackeln angezündet. Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. Wow, was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Nutzen wir sie. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Das Ding fährt nirgends hin. Irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Kannst du das lesen? Ja, Vater! Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht, aber das Mauerwerk eindeutig Jötnar. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschlafen, sondern hier gelebt. An der Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Wozu kann die gut sein?
Komm. Komm, Junge. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Junge! Steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Sitzt fest. Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben, nachdem wir, weißt schon, wieder los sind. Die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, passt auf Fallen auf. Sag mal, ihr seid zufällig in einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Hat der Asen gesagt? Wie die Götter? Nein. Ich hoffe, du bist zufrieden. Los,
ist keine falsche Zurückhaltung. Kleiner, was brauchst du noch? Pass auf dich auf, Fistelprotz. Also, doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Es ist ein Berg. Groß. Noch mehr Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Geht's dir gut? Sicher doch. Ich sehe Fortschritte. Kannst du den bewegen? Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Gestorben. Ja.
sehe ich. Fertig. Dann los! Vielleicht durch das große Tor da oben? Wenn wir es nicht brauchen können, ignoriere es. Ich weiß. Schau, noch eine Laterne. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran.
Das spüre ich. Schaffen es nach oben.